Freunde, wir sind hier auf dem Braunsberg. Der ist unmittelbar bei mir zu Hause. Eine schöne Erhebung. Man sieht hier auf die Donau. Fährt gerade ein Schiffernackel. Und hier drüben auf Bratislava. Hier kann man die Burg Theben erkennen. Leider ein schwaches Zoom. Ja. Hier noch der Blick auf Heimburg mit der Heimerburg und der Donau. Der Braunsberg ist ein Naturschutzgebiet. Okay, der Grund meines Besuches im Braunsberg, hier gibt es eine Höhle, die ist versperrt, aber es gibt einen zweiten Eingang, der aufgebrochen wurde. Und daher, ich war schon mal drinnen, aber ich werde versuchen, jetzt nochmal dort einzusteigen und da nehme ich euch natürlich mit. So, Blick auf Bratislava in die Slowakei und dessen Fernsehturm. Wir gehen jetzt ein paar Schritte runter. Bis dorthin, wo die versperrte Höhle ist. Hier ist es wenigstens etwas schattig und nicht so heiß. Wir haben sowieso schon wieder 30 Grad oder noch mehr, ich weiß es nicht auswendig. So. Leider auch hier, hier wird alles weggeschmissen. Ein Wahnsinn. So.
müssen wir ein bisschen durch den Dschungel noch. Ja, das ist mal der versperrte Eintritt und quasi der Haupteingang, und es gibt noch einen Nebeneingang, der wurde zugemauert und wieder aufgerissen. Und den schauen wir mal, ob wir den jetzt finden. Der ist hier in der Nähe. So, jetzt sollten wir bald da sein. Stückchen noch. Und es ist offen. Super. So, da geht's jetzt ein. So, Freunde, ich werde mich jetzt hier mal durchzwängen. Dann hole ich meine Ausrüstung nach. Und drinnen sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ich bin da. So, Freunde, ich bin mal herinnen. Gepäck lasse ich hier stehen und begebe mich jetzt ins Innere. Hier kann man bequem gehen. Mal ordentlich Licht. Es ist angenehm kühl. Natürlich voller Gelsen. Auch hier wieder Gold. Wir kommen in einen größeren Raum. Aha.
gibt es schon Sitzgelegenheiten. Sicher von den Jugendlichen. Ich kann nicht sagen, welche Temperatur hier herrscht, aber es ist sehr, sehr angenehm. Also wie man sieht, relativ hoch, 2,5-3 Meter. Hier geht der Gang weiter. Hier kommt sogar Feuchtigkeit durch. Ein nasser Tropfen. Noch einer. So, hier nochmal retour. Den großen Raum. Na, steht die Schärfe. So, hier rechts geht es jetzt zum versperrten Eingang. Der von innen verschlossen ist. Okay, und ein Stückchen geht es noch. Hier ließ es sich im Sommer aushalten. Ja, und das ist nun Weg. Schön ausgehöhlt zum Gehen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr das im Lichtschein seht. Herrlich. Die Feuchtigkeit. Ja, hier haben wir noch wen. Hallöchen. Am Ende des Tunnels angelangt. Hier oben ist er aus. Dort ist er auch zugemauert. Dort war mal ein Eingang auch. Da sieht man es vielleicht besser. Ja, Freunde. Das war's. Gehen wir halt schon langsam zurück. Herrlich hier. Ein Traum. Ja, hier flattert was. Hat sich verirrt. So, machen wir wieder Licht. 2000 Watt sind 2000 Watt. Also besser gesagt 2000 Lumen. Die können schon was. Hier nochmals zum Ausgang. Idyllisch. Und hier weiter. Höhle Nummer 14-13.
Ja, Freunde, das war's leider schon. Wir sind wieder beim Eingang angelangt. Aber es war eine schöne Tour. Kommt er wieder. Nicht hängen bleiben. Da ist er wieder. So, Freunde, und jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Auf geht's. Gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Sepp, Hilfe! Was ist das? Sicher nichts zum Essen, das probiere ich sicher nicht. So, jetzt geht's wieder nach oben in die Hitze. Aber ich glaube, mir ist es hier auch nicht kälter. Wahnsinn! Puh. Beim Auto werde ich mal gemütlich was trinken. Puh. So, die letzten Meter zum Auto. Ja, unter der Woche ist hier nicht viel los. Hier kommt gerade einer hoch, den Ausblick zu genießen. Und ja, so. Das war's. So, es geht hinunter. Hier noch ein Blick auf die kleine errichtete Feldenburg. Und jetzt geht es hinunter. Heiß. Ja, der Braunsberg ist ein beliebtes Ausflugsziel auch für Motorradfahrer, da hier ein paar schöne Serpentinen sind. Die nutzen die natürlich aus. Hauptsächlich am Wochenende. Okay, wir sind gleich unten.